Das, was hier vor uns liegt, ist die Gedenkstätte der Sozialisten, zu der es jährlich die große Demo im Januar zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gibt. Und auf diesem Friedhof haben wir als Lichtenberger Kammerchor unseren Probenort. Der Friedhof ist übrigens einer der ersten Parkfriedhöfe in Europa. Das heißt, das ist also nicht nur ein reiner Friedhof, sondern er bietet auch viel Platz, viel Ort, Freizeit auch zu verbringen. Also ist auch wirklich als Park auch gedacht und genutzt. Und man ist so wirklich wie ein bisschen wie im Wald, mitten in der Stadt und hat Ruhe. Und es ist wirklich ein sehr schöner Ort, hier auch zu sein. Ich komme aus Berlin-Marzahn und wohne jetzt hier in Lichtenberg in einem Hausprojekt zusammen mit 17 anderen Menschen. Es ist ein ökologisches, generationenübergreifendes Hausprojekt. Wir befinden uns jetzt hier an dem Ort, in dem wir in diesem Sommer nach den ersten Lockerungen die Proben aufgenommen haben. Als die ersten Lockerungen des Lockdowns im Mai, Juni in Kraft getreten sind, war das Singen draußen erlaubt. Und da die meisten meiner Sängerinnen und Sänger aus diesem Bezirk hier oder angrenzenden Bezirken kommen, habe ich überlegt, wo könnte man möglichst ungestört, relativ ruhig, mit viel Abstand zusammen üben. Im Juni hatte das einen ganz großen Zauber, hier auch abends sich zu treffen zum Singen. Es war lange hell, es war warm und das war wirklich ein total lauschiger und perfekter Ort, nachdem wir uns ja auch lange nicht live gesehen hatten. Im ganzen letzten Jahr war das, was am meisten anstrengend ist, sich immer an wechselnde äußere Gegebenheiten anzupassen. Einerseits natürlich zuallererst die Infektionslage nicht durch mein Tun weiter anzuheizen. Andererseits auch zu gucken, was ist denn eigentlich auch möglich und was kann man doch machen. Dann die sehr unterschiedlichen Interessen meiner Sängerinnen und Sänger, denen gerecht zu werden und auch mein eigenes wirtschaftliches Überleben wirklich auch zu sichern. Denn ich lebe ja davon, auch Musik zu machen. Und das ist auch immer noch total anstrengend. Also das, was ich fühle oder was so schwer ist in diesem Jahr oder in dieser Zeit, ist das auszuhalten und auch man ärgert sich sehr oft so sehr oder man ist so frustriert und fühlt sich auch so alleine, weil man so in dieser Rolle als Leitung, als Chorleitung ist man ja, oder als Dirigentin ist man ja sowieso alleine, weil man alleine Entscheidungen trifft, alleine immer ganz vorne steht und
eigentlich der Fokus auf einen gerichtet ist. Man macht, man arbeitet eindimensional und man hört den Chor nicht und ja, es ist schon auch sehr einsam, uns ja doch treffen zum Proben, ja. Aber dahinter steht ja auch, stehen ganz viele Ängste und das alles muss man irgendwie bündeln und das ist schon eine echte Last, auch da immer das richtige Maß zu treffen. Meine Kraft nehme ich auch ganz doll daraus, dass ich mich so sehr für diesen Beruf entschieden habe und den so sehr liebe. Ich könnte ja auch, ich könnte wieder in der Schule arbeiten, jederzeit. Da stehen mir alle Türen offen. Aber ich liebe das und ich weiß, dass die Corona-Zeit vorbeigeht. Und das ist total klar. Also ich muss Musik machen und ich möchte mit Chören arbeiten und da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Also ich weiß es einfach, dass ich das weiter auch machen werde. Aber die Musik fehlt. Eigentlich fehlt die Musik, dass man nicht mehr in der Musik ist, weil um einen drumherum niemand mehr ist, der Musik macht. Also das ist ja gerade der magische Moment, wofür wir das Ganze machen, wofür wir üben und Techniken wiederholen und lernen. Und das machen wir alles für diesen Moment, wo wir aus vielen einzelnen Stimmen einen gesamten Klang machen. Und als Dirigentin bin ich in diesem Klang. Der ist um mich drumherum und das gibt's nicht mehr. Als Orchestermusikerin sitze ich mitten im Orchester mit dem Fagott. Sitze ich ganz hinten, hinter mir die Blechbläser, vor mir die Streicher, neben mir die Holzbläser. Und ich sitze in der Mitte und bin wirklich in dem Klang mit meinem Instrument. Und das ist der magische Moment, wo sozusagen nach dem ganzen Üben und der ganzen Technik eigentlich so ein Flow kommt und den gibt es natürlich gerade nicht und das ist manchmal schwer. Also weil ich mich so bewusst entschlossen habe, jetzt wirklich das zu machen mit ganzer Kraft, habe ich auch nicht in diesem Jahr überhaupt nicht daran gezweifelt, das auch weiterzumachen, weil wir werden ja auch dahin wieder zurückkehren. Nur wichtig ist eben jetzt, möglichst alles den Laden so halbwegs zusammenzuhalten und am Laufen zu halten und irgendwie da durchzukommen. Und das wird auch gelingen und das ist ja auch absehbar. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz erschöpft, aber optimistisch.